So Leute, sind wir beim nächsten Booster. Wir gucken uns an Modern Horizons 2 Card Set Booster. Englisch. Dieses Set hat mich geliebt. Seinerzeit habe ich das Set so hart geliebt. Und ich bin gespannt, ob es das immer noch tut. Set Booster hier noch damals, erste Mal Set Booster für ein, cool. Set Booster für ein extra Set. Das war ein richtig großes Ding. Deshalb gucken wir uns das jetzt mal an. Wir haben erstmal das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen. Dann ein Wald von Rob Alexander. Dann haben wir Funnel Web Recluse. 5 Mana 3, 5 Reach. Und wenn eine Kreatur nicht gestorben ist, wenn die ins Spielfeld kommt, investigaten wir. Also bekommen wir einen Clou, den man für 2 Mana opfern kann, um eine Karte zu ziehen. Bone Shards. 1 Mana Sorcery. Wir müssen als zusätzliche Kosten eine Karte abwerfen oder eine Kreatur opfern. Wir zerstören eine Kreatur oder Planeswalker. Davon brauchte ich tatsächlich noch welche. Nice. Dark Moss Bridge. Kommt getappt ins Spiel. Unzerstörbar. Tappen für ein grünes oder schwarzes. Ein Artefaktland. Sehr, sehr, sehr cool. Eichhörnchen. 5 Mana, 2, 2. Wenn sie ins Spiel kommen, kriegen wir 2, 1, 1. Eichhörnchen ist eine Elf-Druide. Und für 4 Mana können wir ein Eichhörnchen opfern, um allen Eichhörnchen. Nee, wir müssen es nicht opfern. Alle Eichhörnchen kriegen plus 1 zu 0 und Menace. Also müssen von 2 Kreaturen geblockt werden. Nice. Chatterstorm. 2 Mana Sorcery. Wir kriegen ein 1, 1 Squirrel mit Storm. Oh Gott, ich liebe diese Karte einfach. Dann haben wir Combine Crystalline. Ein grünes, ein blaues. Artefakt, Kreaturen und Token, die ihr kontrolliert habt, fliegend, was sehr, sehr stark ist. 4 Mana tappen, wir opfern einen Token und kreieren einen 4-4 Beast Token, der natürlich hiermit auch fliegend hat. Sehr, sehr cool. Betterbone. 2 Mana Living Weapon, die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1-1 und Lifelink und Wachsamkeit. Das ist ein Stück vom Schmetterschädel und für 5 Mana zum Ausrüsten. Stück vom Schmetterschädel, sehr, sehr cool. Dann haben wir ein Dermo-Taxi. 2 Mana 0-0 mit ins. Das Imprint. Wenn das Spiel bekommt, exilieren wir eine Karte aus dem Friedhof. Für 2 ungetappte Kreaturen, die wir kontrollieren können, können wir das Ding bis zum Ende des Zuges eine Kopie der exilierten Karte werden. Nur, dass es ein Artefakt ist als zusätzlicher Typ. Achso, wir müssen eine Kreaturenkarte exilieren. Okay. Aber auch nicht schlecht. Kann man bestimmt coolen Stuff mitmachen. Dann haben wir ein Yavimai Elder. 3 Mana 2-1, wenn er stirbt, dürfen unser Deck nach 2 Standardländern suchen und sie auf die Hand nehmen. Für 2 Mana können wir ihn tappen. Nicht tappen. Nur opfern. Ohne Karte ziehen. Dann haben wir einen Flutterhound. 1 Mana 1-2 mit 3 Mana tappen. Investigaten. Ich komme mit diesem Zeichenstil immer noch nicht klar. Wir haben eine Foil. Die Hadas Ploy. Okay. Die Hadas. 3 Mana Instant. Wir ziehen 2 Karten, werfen dann eine Karte ab. Wir kriegen Leben in Höhe der Anzahl an Karten, die wir abgeworfen haben diese Runde mit Jumpstart. Jumpstart, auch so ein gutes Set. Und wir haben einen Beast Token. Ja, das Set mag mich auf einmal nicht mehr nach den ganzen Jahren. Ich habe es wahrscheinlich viel zu lange nicht mehr aufgemacht. Dementsprechend, ja, passt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, I'll be safe. Ciao, ciao.